Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play bzw. Gameplay natürlich. Und jo, wir müssen ja zwischendurch auch mal ein bisschen grinden und so weiter. Und wahrscheinlich kommt morgen dann der neue Monitor. Und dann kann ich wieder livestreamen, um ja, einfach eure Kommentare besser zu lesen können, bessere Grafik zu haben, größere Bildschirm, dass ich auch eure Kommentare lesen kann und alles besser. Ja, genau. Also Last Ruin müssen wir dann noch machen und Age of Winter machen wir aber zuvor, nach diesem Spirits of Fire. Und dann haben wir hier irgendwo dann über Corruption freigespielt. Ich weiß nicht, was genau das ist. Das ist einfach nur ein Waypoint. Nein, das ist irgendein Konstrukt. Das werden wir dann sehen. Also zuerst das hier fertig machen und ihr seht es, nicht hier, sondern hier unten. So, Square Room Modus wieder an. Ich bin ein bisschen noch gereist, weil ich eine Aufnahme mit einem Bluescreen hatte. Irgendwas wurde nicht gefunden. Index wurde irgendwie nicht gefunden. Hier in diesem Level. Machen wir das Level halt einfach nochmals. Ihr habt es nicht gesehen, weil die Aufnahme kaputt ging. Die ladet einfach endlos. Also so kann ich da. Das ist auch noch grün. Jetzt ist nicht. Ah, ein Square wurde aus Platzproblemen oder so nicht. Irgendwie weiß ich nicht, aber vor allem, die sind komisch. Ja, eben sehr unfertiges Game und hat auch der neueste Windows 11 Patch ist wieder sehr unfertig auf den Markt geworfen worden. Wir haben jetzt wieder viel mehr Bluescreens scheinbar. Die ja, Nutzer sind sehr, sehr böse auf die Entwickler von Windows, also Microsoft. Ja, ich bin natürlich nicht der Böse, ich bin nie böse, wenn irgendwas Schlimmes ist wie Bluescreens oder so. Aber ja, die könnten gerne eine Anzeige von mir kassieren, wenn sie halt einfach den PC zerstören mit diesen scheiß Bluescreens. Da können sie gerne mal ein bisschen bezahlen, die haben ja sowieso genug Geld, wenn sie so Scheiße entwickeln. Hä, wieso haben Leute, die, also wieso haben Firmen, die Scheiße entwickeln, mehr Geld? Ich verstehe es nicht. Gibt's überall, auch bei den Games. Sie haben genau dieses Entwicklerstudio mehr Geld. Machen sie es besser? Nee. Ich glaube, die haben einfach mehr Fans, die einfach nichts denken. Nur Müll denken. Nee, keine Ahnung. So solche Vorurteile mache ich natürlich nicht mit. Ich erzähle es nur so, wie es die meisten irgendwie machen. Aber Leute mit Vorurteilen, die sind für mich sowieso nicht interessant. Die sollen selber irgendwie schauen, dass irgendwie. Ja. Dass sie einfach gut ankommen. Bei mir kommen sie nicht gut an. Diese Vorurteile muss man gar nicht pflegen. Bei anderen, auch bei sich selber natürlich nicht. Aber ich mach's zum Beispiel nicht, oder? Aber wenn ich zu Schaden bekomme, dann kann ich mir schon irgendwie etwas einfallen lassen, dass es für mich natürlich wieder okay ist, oder? Ja. Will ja nicht immer ständige Abstürze haben, gell? Wieso sind die so schnell an dem Messer Cooldown? Dann würde ich auch nicht mehr cool, also schneller Cooldown Reduction. Lightning Penetration oder was? Cold Penetration, Lightning Penetration, Fires, Penetration, wie wird das? Ja, heute bin ich ja wieder sehr weit wandern gegangen. Ich brauche es einfach, ich brauche die Bewegung. Und morgen spiele ich wieder lange Fußball. Dann kommt auf der Monitor, dann kann ich wieder streamen. Ich freue mich riesig drauf. Heute bin ich aber langsam ein bisschen müde, aber dann lässt sich einfach besser spielen. Ein bisschen unkonzentrierter spielen. Aber ja, ist ja natürlich schon gut, dass es zum Beispiel keinen Tod gibt. Ich mag nicht so Self-Töten. Ich mag andere, also Monster zu besiegen. Ja, das ist halt auch wieder so etwas, was ich am heutigen Spiel nicht so mag, wenn andere Spieler halt dann auch noch im Game sind, wie bei Diablo 4. Oder halt sogar feindlich sind, wie in Champions of Regnum, was ich ja lange wieder Let's Played habe. Nach einiger Zeit habe ich einfach keine Lust mehr, andere Spiele zu treffen. Es ist ja schon motivierend, aber dann nicht feindlich. Also eher frontspielartig, feindlich und nicht, weil sie nur Bock haben, mich zu besiegen. Sollen sie mich besiegen oder so.
Ich mag's nicht so, ich bin halt eher ein Spieler, der nicht immer Herausforderungen braucht. Und weil andere länger spielen können und mehr Geld ausgeben können, sind sie halt immer besser. Dann ist es macht keine Motivation, man muss es fair sehen. In Arenen oder so gerne, ja, aber nicht in der freien Natur. Also zum Beispiel in einem Level hier habe ich nicht gerne PvP an. Also geht ja nicht in diesem Spiel. Bin ja lange genug League of Legends Fan gewesen. Und dort ist ja auch PvP sozusagen die ganze Zeit. Einfach natürlich in einem anderen Gebiet, also einer anderen Fraktion. Es sind echt viele Gegner und die Augen laufen halt oder schweben eher. Wir sind eher davon als der letzte von allem. Wir brauchen ein bisschen länger in diesem. Die Skills sind schon unglaublich stark und schnell. Einfach genial. Aua, voll auf die Fräse. Auf die Hüfte eher so ein bisschen. Geil! Ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen geschaut, welche Spiele lohnen sich zu kaufen und zu Let's Playen und so. Ich habe aber relativ wenig gesehen und manche möchte ich ja nicht kaufen. Zum Beispiel wollte ich Guild Wars 2 mal ein bisschen zeigen, aber für nur wenig zeigen, nicht jetzt intensiv zu spielen oder so, ist es mit, glaube ich, 90 Euro für alle Add-ons zu teuer. Ich glaube hier, oder? Muss mal gucken. Ne, nicht wiederherstellen, das ist ja die gleiche Website. Passives, also wir haben das hier müssen wir machen. Hier ist 3. Ja, der Effekt müssen wir, glaube ich, dann mal steigen und hier Armor Shred noch komplettieren. Aber zuerst hier. Ah, nein, nicht das. Vielleicht doch das. Haben wir es? Ja, wir haben schon. Also machen wir doch mal ein bisschen hier mehr. Hier haben wir noch einen Punkt. Der bringt mehr. Okay, sehr gut. Haben wir angeschaut das Inventar. Jetzt müssen wir hier weitermachen. Also scheinbar stürzt es jetzt wirklich nicht mehr ab. Auch kein Bluescreen nach so 25 Minuten bitte. Die ganze Aufnahme war einfach umsonst. Liebes Last Epoch oder Windows 11, bitte mal ein bisschen stabiler sein. Ja, jetzt werden sie sehr lange wieder brauchen, bis sie den Patch veröffentlichen. Sie haben ein paar Monster, ein paar Bosse gezeigt, aber mehr noch nicht. Es wird wahrscheinlich bis Anfangs Oktober, Mitte Oktober ja, dauern. Echt schade, dass die wirklich keine guten Hotfixes oder Balancing-Patches oder so bringen. Nach den Stabilitäts-Updates. Ja, die bringen ja Gegenabstürze was und nicht irgendwas anderes. Ein Hotfix machen sie wahrscheinlich nicht einfach so mit Stabilität. Jo. Irgendwie sind die Hotfixes hier in diesem Spiel echt sinnlos für die meisten. Man wird solche Fehler nie finden. Aber gut. Nee, der Entwickler muss einfach besser entwickeln. Es war zwar noch klein, aber Standards ist das nicht mehr. Das ist eher Quantität, auch Geld verdienen und dafür einfach viele Bugs und alles möglich drin lassen. Alles irgendwie motivieren für den Spiele, oder? Bin ich denn nicht auf, dass der Entwickler ein bisschen mehr motivieren soll. Uns. Ja, also richtiges Endgame auch noch einbauen. Also richtiges Endgame und nicht Corruption sammeln. Das geht auch einige Zeit, ja. Bis man mal ein, der das Schachbrettmusters ist. Also diese Karte mit den Echos drin. Eine Lupenkarte. Ganz in die Ecke, in eine Richtung gehen und dann den richtig großen Corruption-Stein zu finden, der uns dann wieder zum Zurücksetzen da Ding und einfach Corruptions höher. Das heißt einfach, dass die Gegner mehr Leben und Schaden bekommen, mehr nicht. Und ja, doch ein bisschen den Loot, ja. Aber etwas motivieren, das würde auch langsam mal Zeit werden. Es ist zwar schon recht motivierend, stimmt, aber. Naja.
Jo, es ist wie eine Taxifahrt ohne schönes Ziel. Es ist wie, als würdet ihr ein Spiel spielen, was einfach noch nicht fertig ist. Aber der Entwickler macht nicht so viel. Als zum Beispiel hier, Echo Information heißen sie. Hat nur viel Corruption, also es bringt uns nicht viel. Wir gehen hier unten durch. Ah, ich wollte noch hier oben. Ja, das zeigt nicht so viel, oder? Hier haben wir schon alles erkundet, machen wir das nicht. Holen wir den Schlüssel und schauen, dass es ein Temporal Sanctum Key ist. Ich will jetzt unbedingt das Temporal Sanctum auch machen. In der nächsten Aufnahme wahrscheinlich wieder. Um ja, nicht noch einen Schlüssel weniger zu haben für das Temporal Sanctum, um den Ring hier abzugeben. Ja, T1 Dungeon bringt halt nur einen, also da muss ich nicht ein Item verwenden, das zwei Corruption hat, also drei oder vier, sondern einen. Und dann beim T2 Labyrinth, also Temporal Sanctum, dann halt mit zwei zu machen und nicht mit einem. Aber dort habe ich noch nicht viele Items gefunden, da müssen wir noch die Corruption schaffen. Deshalb diese drei, ja, Monolithen schaffen. Oh, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber da sind wir erst am Anfang, im ersten. Das dauert noch kurz ein bisschen. Und bis dann haben wir sicher auch viel Spaß mit diesen Squibbies. Sind ja schon stark. Aber unbedingt als zweites dann vielleicht das Age of Winter machen, weil dort könnte der Gürtel, nein, Chulras Gloves werden dort getroffen. Ich wusste gar nicht, ich dachte Chulra, der Boss von Temporal Sanctum. Wird das droppen? Oder ist das gar nicht Schulra? Doch, das ist Schulra. Das ist die Architektin von Akt 8. Ganz am Schluss. Die hat immer so ein Kampfsystem, das einfach zu leicht für mich ist. Ich mag es irgendwie so Geschosse, die seitwärts sich bewegen oder so. Einmal ringsum bewegen. Einfach zu machen. Ich kann sie gut. Aber sie wird stärker sein natürlich in den Monolithen. Mal gucken. Viel schwerer sein. Ja, ist nur ein Arena-Kern. Also Arena kann ich auch noch ein Part natürlich machen. Kein Problem. Aber erst wahrscheinlich mit Schulras Close, dass wir wirklich weit kommen. Weil dann gibt es ja noch diese Ancestral also Arena, wo noch starke Gegner sind. Auch noch da dann vielleicht relativ weit machen. So, ein bisschen Geld sammeln. Und jetzt sind wir fast beim Boss. Okay. Haben wir genug Zeit, ne? Ja, locker. Jetzt 13 Minuten, sehr gut. Wunderbar. Oh nein, ich will diese Reise. Blitz, Schüssen, Meteore wahrscheinlich. Leber nicht so geil. Die Nerven einfach, weil sie die ganze Zeit dauer spam und nicht gerade so stark sind. Sie machen sie nicht, oder sind es doch nicht die gleichen Gegner, mit denen wir hören. Das ist einfach zu schnell. Es macht richtig Spaß, ein bisschen overpowered zu sein vom Schaden her. Aber wir müssen auch schauen, dass wir nicht zu viel Schaden kassieren. Ja. Die Gegner, die gefallen mir einfach nicht, weil sie explodieren. Diese Explosionsgegner sind mir ein bisschen zu wider. Ich will, dass die Gegner richtig kaputt gehen und explodieren. Ja, es ist einfach nicht gerade so ein lebendiger Gegner, wenn Gegner explodieren. Die Creeper. Ich finde Creeper jetzt auch nicht irgendwie gut in Minecraft. Es ist einfach irgendwie komisch. Es ist so, naja, man wird nicht sehr motiviert, wenn man einen Gegner tötet. Oder? Also sie explodieren ja nicht beim Tod, aber sie können halt so explodieren, dass es nicht motiviert. Ich will Gegner immer töten können, aber wenn sie zu nahe kommen und denken, sie müssen sich in die Luft jagen. Zum Beispiel so, ja, einfrieren, genau, einfrieren. Yippie, Schweinebacke. Ja, sind keine Schweinebacken, sind Käfer. Aber trotzdem. Hui, die Schweine.
Mit Experiments, das ist doch richtig. Das ist der beste Schrein, den es gibt. Mehr Experiments, mal heißt mehr schneller auf Max-Level. Das ist doch tiptop. Solange man nicht enttäuscht ist, wenn man dann Maximum. Ich bin immer ein bisschen motiviert, Max-Level zu machen. Ja. Weil man auch natürlich nicht immer so ein mega langen Zucker ist. Man ist doch ein Genießer und nicht so ein mega Angeber, der alle Spiele perfekt spielen muss. Ich finde so Speedrunner und Leute, also Streamer, die richtig schnell einfach Top-Level erreichen wollen und am meisten spielen wollen, ist aber so echt nicht motivierend genug. Ich meine immer, sie seien die Besten. Ist nicht gut für mich. Ich weiß meine Vorzüge und die sind nicht im Langgamen und hat den Leuten wirklich mega zeigen, dass ich gut spielen kann. Ich spiele locker. Ich bin ein lockerer Mensch. Ja. Und ich hoffe, es gefällt euch so ein bisschen besser. Wenn es euch weniger gut gefällt, dann tut mir das natürlich schon ein bisschen leid. Aber dafür game ich natürlich auch mehr. So, jetzt können wir noch zwei machen. Dann haben wir ungefähr 20 Minuten Video. Ich habe ja gesagt, wegen dem Absturzvideo vor zwei Parts, dass wir dann längeren Part noch machen. Und das ist der Part wahrscheinlich, wenn kein Bluescreen kommt. Also ein Absturz vom Programm. Wenn irgendwie Windows so denkt, das Programm, also Unity Engine, das macht irgendwelche Fehler im Hintergrund oder so. Es ist beides, wahrscheinlich ist die Unreal Engine. Nein, nicht die andere Engine, Unity Engine, nein. Nicht so für Windows 11 gemacht und deshalb die Abstürze. Aber Windows 10 war ja auch schlecht, also hat auch manchmal Abstürze gehabt. Wahrscheinlich ist einfach alles nicht gerade so gut geupdatet. Die Leute sind faul, die werden das entwickeln. Faule, faule Hunde. Habt ihr gelesen, dass in der Schweiz gibt es jetzt einfach mal Entwickler, die alles, die ganze Familie einfach einlädt ins Büro. Also dass wirklich die Kinder dort sind von den Familien und hat auch dort gegessen werden kann, dort auch die Freizeit verbracht werden. Einfach die ganze Wohnung im Büro dann ist. Ich hätte nicht als Arbeiter im Büro, wenn ich würde arbeiten im Büro. Müsste ich das dann als die ganze Familie zusammen haben? Ich würde lieber die Familie dann wieder zu Hause treffen. Dann muss das sein. Das ist einfach die ganze Familie, dass man immer alle Kinder sieht beim Arbeiten und so. Das würde mich einfach stören. Das würde mich irgendwie völlig aus dem Konzept werfen. Aber es sind ja sowieso so, weiß nicht, was ist Börse und Bankiers eher und nicht Spielentwickler. Das wird gar als Spielentwickler würde das die ganze Konzentration irgendwie berauben. Wenn ich so Börsen aufsehe und Google. Sachen, Google-Leute, die haben, Google haben ja auch so Rutschbahn und alles. Was braucht denn Erwachsene? So ein Rutschbahnparadies und Bauklötze und so. Keine Ahnung. Aber richtig komisch, was die Menschen als Arbeit einfach bedenken. Ja gut, sagt ein Livestream und Let's Play. Es ist ja mein Hobby, es ist nicht meine Arbeit. Diese großen Livestreamer. Die sehen es als Arbeit, die sehen gar nicht mehr, oh, das sind Kumpels von mir, die sehen, oh, das sind meine Zuschauer, die geben Geld, oh, die haben Geld. Und das macht alles kaputt, da werde ich mich nie anschließen. Ich werde sowieso mehr Zuschauer haben ohne Werbung, als die mit. Sagt er, der jetzt momentan auch wieder relativ neu ist, wieder angefangen hat, ein bisschen mehr Videos oder überhaupt Videos zu aufzunehmen, sondern Aufzeichnungen hochzuladen. Ja. Aber die kamen ja auch nicht gut an. Da bin ich zu wenig berühmt, um da gut anzukommen. Kann ich schon wieder machen, natürlich, aber ich muss ja nicht auf YouTube das wieder hochladen. Das ist YouTube, macht YouTube selber. Nur weil ich auf Twitch gelivestreamt habe, habe ich ja das gemacht. Aber Twitch ist einfach für kleine Livestreamer überhaupt nicht interessant genug. Die wachsen einfach dort gar nicht. Niemand. Auch die Größeren oder die Besseren. Die auch nicht, wenn sie noch wenig Follower haben. Die wachsen einfach gar nicht.
Was ist das jetzt wieder? Ein Exalted Item? Das ist nur ein Change the Becken, das ist nicht irgendwie so speziell. Ui, eine Klage. Ja, das ist nicht eine Klage, das ist ein Schwert. Schon ein bisschen einfach eine Axt. Spade Damage, ne? Da hoch? Okay. Ja, es macht extrem viel Spaß. Merkt ihr es irgendwie? Also als Zuschauer, merkt ihr das, wenn es mir Spaß macht, wenn ich ein bisschen anders auch rede? Merkt ihr das wahrscheinlich gar nicht so? Aber irgendwie sind die Levels so abwechslungsreich und der Bild ist halt so spektakulär. Ja, das ist mega Spaß auch. Und auch weil ich weiß, jetzt kann ich die drei letzten Monolithen noch anfangen und fertig machen. Und dann noch im nächsten Part Chulras, wie heißt es, Forbidden Sanctum machen. Und dann noch die anderen vier Dungeons. Sind vier, nein, sind drei. Aber das sind drei anderen Dungeons noch machen. Verschiedene Tee. Das Spiel hat noch so lange Spaß zu bieten. Und trotzdem spielen noch so wenig jetzt momentan Last Epoch. Spielt unbedingt mehr Last Epoch, wenn es hat. Es lohnt sich sehr. Sonst sucht auch Hilfe, zum Beispiel bei mir. Sowieso, ich bin ja so ein sozialer Mensch, wenn es um irgendwelche Hilfen und Leute gibt. Ich kann euch helfen, wenn ihr zum Beispiel in einem Spiel nicht vorwärts kommt oder einfach nicht wisst, was ihr machen müsst. Könnt ihr mich als Puffer so Ding. Also fragt einfach, wenn ihr irgendwas haben, wissen müsst. Vielleicht können auch die Zuschauer es beantworten oder ich eventuell, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich euch auch erklären kann. Einfach fragen, gell, ich bekomme noch nicht so viele wieder über so Kommentare. Seid die Ersten, seid die Freudigsten, seid die Aktivsten, das ist sicher toll für euch. Und viel Arbeit ist es gar nicht. Aber die Menschen auf YouTube sind auch ein bisschen faul geworden, allgemein. Ich sehe so viele Livestreamer immer wieder. Let's Play und so, und die machen sehr wenige Leistungen. Sehr wenige Leistungen. So. Sind alle ein bisschen faul geworden, ein bisschen unaktiv. Und Zuschauer sind meistens so Leute, die einfach irgendwas schreiben müssen, damit es dem Livestream oder Let's Play besser geht oder locker. Das will ich bei mir jetzt auch nicht unbedingt sehen. Also, schaut einfach, dass ihr bei mir vielleicht ein bisschen etwas motivierenderes oder so schreibt, also wenn ihr nicht weiterkommt, wenn andere vielleicht nicht weiterkommen, ein Tipp, wie etwas schneller geht oder besser geht, was ich einfach machen kann, zum Beispiel Rollenspiel. Ja, in Last Epoch eben nicht. Ich weiß nicht, was ich mit euch jetzt hier Rollenspiel soll. Oh, hier hat ein Gegner mich getroffen, da macht meine Hüfte hier weh. Oder ich muss mal etwas essen, komme ich esse ein bisschen Void Bacon. Irgendwie so etwas. Nein, nice. Ich mache halt gerne ein bisschen lustigeres Roleplay, aber immer nur mit jo, privaten Leuten, oder? In Discord, per Telefon. Mit Leon zum Beispiel. Ja, mit dem habe ich schon ein paar GTA Online-Ding gemacht. Ja, einfach GTA Online-Roleplay. Und Roblox-Rollenplay. Und Minecraft-Rollenplay ein bisschen. Oder mit Lukas, mit dem ich ja den GTA Real Life-Rollenspiel-Server habe. Der jetzt einfach momentan noch down ist, weil der Serverinhaber ein bisschen Probleme hat mit den Finanzen. Aber ich kann ihm dem überhaupt nicht helfen. Ich kann nicht noch mehr Geld ausgeben. Ich bin schon momentan mega im Minus. Monatlichen Verdienst angeht und was ich pro Monat ausgebe, bin ich im Minus. Aber ich habe noch genug Geld, aber das will ich jetzt nicht mehr noch ausgeben, weil meine Ersparnisse für wichtigere Sachen sind als ja, nice streamen und Let's Play und Server erstellen. Ja. Zum Beispiel ein Haus, oder? Ein Haus haben. Ein Mietshaus, da kann ich einfach nicht so gut wohnen mit meiner Krankheit.
ganze Zeit Wäsche machen unten in der Waschküche, beziehungsweise dort, wo die Waschmaschinen sind in einem Wohnhaus. Ich will eine eigene Waschmaschine haben. Ja, und eben, ich will ja viel mehr Vlogs machen. Zum Beispiel Reisevlogs auch anfangs eher. Trainingsvlogs. Und jetzt. Ambish! Ist das Ambush oder Ambish? Ein bisschen Ambish. Oder Ambush. Ja, eigentlich ist es Ambush. Also Ambush. Ach komm, Englisch ist manchmal schon ein bisschen komplizierter, als es sein muss. Einfach die Ansprache immer ein bisschen anders ist. So, also wir haben es geschafft. Wir sind über diesem Ding. Also ich mache alle drei. Ich kriege den Boss down beim ersten Mal. Nein, wahrscheinlich nicht. Was ist das, ein Drachen? Ist es irgendwas mit Feuer? Ist es dieser Gegner, Armory, also nein, Smeltery da? In Akt 3 ist es, glaube ich. Oder Akt 2. Oder ist es irgendwie etwas Spezielles? Wie viel haben wir hier? Das 3 Bonpiles. Okay, sind 4 Stück. Ja. Okay, das ist ein schönes Level. Also die Aufwärtsqualität ist gut. Was ist das? Oh, Mana Recognition. Der Schmuck Exalted Items. Auch so eine schöne lila Farbe. Haben wir den schon besiegt? Das ist einfach diese Generator. Okay. Das ist... Oh, nicht schon wieder diesen Bären. Das Set mag ich überhaupt nicht. Das ist nicht bequem genug für den Bärbären. Nee, das ist nicht so ein gutes Set. Und dann gehen wir zuerst hier links. Es ist also einfach diese Majelka-Stadt, aber im... Im Antiken, wie heißt es? Primal Zeitalter, Zweiter. Also, das Antike, das Zweite, glaube ich. Das Erste ist ja vor, also Jungsteinzeit. Das Zweite ist Antike, das Dritte ist Mittelalter oder Imperial. Also Industriezeitalter, einfach mit altmodischeren Waffen. Und das Letzte ist wahrscheinlich so die Gegenwart der Zukunft. Ja. Und dann kommt ja noch End of Time. Aber ich würde gerne das Spiel wirklich auf Deutsch haben, dass ich das mir auch ein bisschen im Spiel beibringen kann, als irgendwie englische Vlogs, englische Wikis oder so anzuschauen müssen. Ja. Okay, ein längeres Video. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Boss noch ins Video machen soll. Das Video lade ich heute schon hoch. Morgen früh, es ist wahrscheinlich schon 12 Uhr. Was muss denn noch gewesen? Wieso kann ich eigentlich hier nicht? Wieso kann ich hier nicht schlagen? Jetzt okay, auf die andere Seite schlagen. Aber ist auch ein bisschen verpackt schon. Ne? Ich muss ja die nicht kaputt machen. Da droppt ja auch voll wieder nichts. Ey. Nicht herumtanzen hier. Down. Down war. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Ja, die haben jetzt momentan echt eine schlechte Truppe. Ich finde es so schade, dass Deutschland gerade momentan nicht gerade so gut spielt. Ich bin ja auch Deutschland-Fan. Also ich bin jetzt nicht irgendwie einer, nur weil er aus der Schweiz ist, gegen Deutschland oder so. Es sind ja eher die Deutschen, die gegen die Deutschen sind. Also im Länderspielen. Okay, ein Legendary-Potenzial ist jetzt nicht so wichtig. Nehmen wir aber trotzdem mit. Und jetzt bin ich so langsam echt einfach voll gefräsen.
zu viel Inventar in dem Lager. Soll ich jetzt mal wirklich eine lange Zeit einfach sortieren und dann ist die auch nächste Folge starten? Keine Lust, komm, wir lassen das unsortiert. Dann nehmen wir einfach nicht mal jeden Schritt mit. Also nur noch die Items mit Legendary Potential zum Beispiel auch, wenn sie schon haben. Also mit allen anderen verkaufen, egal ob sie schlechtere oder bessere Werte haben. Sarah Maiden, okay. Ah, kommt noch jemand? Oh. Immer zu früh will ich dann wieder drin. Ins Portal reingehen. Ja, meine 10 Squibbles. Ja? Den haben wir schon ein paar Mal. Also sicher zweimal. Hm. Also, was haben wir denn? Hammer haben wir noch nicht. Diesen haben wir noch. Haben wir eigentlich genügend Geld? Ja, jetzt haben wir genügend Geld. Das heißt. Ja, hier. Genau, richtig. Oh, wunderbar. So. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir nicht. Den. Und dann noch die Exalted Items rein. Ja, die rare Items auch rein. Und da. Noch. Und da. So. Also, und den gleich mal verkaufen, denke ich. Nein, wir machen jetzt ihn rein und vergleichen ihn dann. Also ich vergleiche ihn dann mal, nicht im Video. So. Also Max-Werte, die werden wir wahrscheinlich ja nicht gut finden, oder? Also es wird es wirklich lohnt, euch das zu zeigen, wie es besser sind als die anderen. Dürft ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr es wirklich sehen wollt. Ja, und so, so langsam, wenn jetzt die Spiele nicht mehr so abstürzen, hoffentlich, werde ich dann natürlich auch mit Rollenspielsachen, Projekten anfangen. Es sind einfach viel zu viele Punkte jetzt schon wieder. Einfach abklammern müssen, habe ich nicht so viel. 3 geht in Ordnung, 4, 5, 6, das ist zu viel. Macht nicht so viel Spaß. Oh, jetzt ist ein Absturz, okay. Kann ich nochmal starten. Jetzt muss ich einfach kurz noch Task Manager. Nein, ist kein Crash Handler. Gut. Okay, ich lasse es noch offen und schaue noch, wenn das Spiel gestartet ist. Weil dieser Crash Handler tut einfach viel zu viel RAM verbrauchen. Was natürlich schauen muss, ob es nochmals crasht oder so. Was ist ein Crash? Handler ist dann noch zuständig, oder? Es frisst einfach so viel Energie. Ach komm, lade doch bitte. Ich will euch doch Gameplay zeigen, wenn ich lade Screens. Dumme Spiele. So, also haben wir hier. Wo ist. Ganz oben. Genau, es ist zweimal. Also diese Crash-Handler ausstellen. Wenden. Charakter auswählen. Und dann nochmal reingehen. Ja, in jeder Folge muss jetzt ein Crash sein, wegen diesem Windows 11 Update. Also wenn ihr hört, es gibt ein großes Update oder so, unbedingt dieses Auto-Patchen ausstellen. Aber jetzt momentan geht es bei mir nicht. Ich habe es ja schon lange immer ausgestellt. Und wollte halt das Update kriegen, um ja zu sehen, es stürzt weniger ab, aber es stürzt mehr ab. Ich hätte es nicht machen sollen, das Update wieder installieren. Ne? Ich lasse einfach mal dieses dumme Windows umgepatcht und geupdatet. Wenn es nicht mehr crasht oder so. Es ist so unglaublich unfertig. Ich gehe jetzt nach links. Diesen aber ist dann jetzt nicht. Hey, wieso ist dort draußen einfach zu wenig Platz und ich muss nochmals die Squirrel, also ein Squirrel nachbringen? Hey, kann sie. Ja, das Spiel denkt nicht so, ja komm, dann tun wir zwei Squirrel an einer Stelle spawnen, sondern ne, ich tue aber nicht das letzte Squirrel spawnen. Ja. Sonst habe ich auch kein Leben, weil ich noch unfertig bin. Also. Das Spiel sagt einfach so, oh, ich habe sowieso kein Leben. Ich bin sowieso so unfertig, wie es geht. Ja. Schon ein bisschen nervig, hä?
Ah, man muss so viele von diesen. Sieht halt einfach aus wie Schmelzöfen oder sowas. Es ist nicht ein gutes Gegnerdesign, aber immerhin gehen sie noch vom Artstyle, von der Mechanik, was sie für Skills einsetzen, das Infernal Flash. Also man muss verschiedene Gegner töten, aber so mega verteilt. Also gutes Game Design ist es eben nicht. Es ist ja in Ordnung, dass es einer der besten Hack and Slays ist und Seitensystem und alles schon gut funktioniert, aber vieles ist mir noch zu unfertig. Ja, es hat nicht gerade so das mega Motivierende dran, aber dafür so. Es hat vieles auch sehr gut. Also ich freue mich auch auf eine riesige Items über den Fortschritt und alles. Es macht mega Spaß. Aber es ist nicht fertig genug. Ich spiele aber gerne im Beta-Games. Bin ja immer auch Beta-Tester gewesen. Das sehr gute, aktive Beta-Tester. Der richtig viele Bugs und so gepostet hat. Auch Last Epoch habe ich im Forum schon ziemlich viel gepostet. Sonst hätten wir immer noch so Bugs da, wo man einfach irgendwo feststeckt oder drinnen ist oder verdeckt ist und alles mögliche. Das habe ich meistens gemacht. Im Balancing habe ich jetzt in Last Epoch noch nicht geholfen. Man muss ja auch mehr spielen, um jetzt die Skills oder die Items gut balancieren zu können. Hat mir noch ein bisschen gefehlt. Und ja, ich bin ja eher so der. Aua! Wie schnell die Explosion! Da ist er! Ich habe ihn gefunden! Vor lauter Pixel-Skill-Explosion habe ich ihn gefunden. Hey! Tötet doch den! Ihr müsst den angreifen! Ah, ihr dummen Squirrels! Eichhörnchen! Eichhörnchen! An jeder Seite irgendwie gibt es immer Sackgassen. Hey. Das ist jetzt gar nicht so ein gutes Level. Und auch ein bisschen schwer für so einen Squishy-Gegner. Ja, man muss Handschuhe haben. Und man muss da diesen Gürtel noch haben. Damit man genug zählt oder was. Hm. Man gleich den Beat eigentlich gar nicht spielen, weil man einfach ein gewisses Item braucht. Wie weit ist der unten? Ich hätte unten anfangen oder rechts anfangen und so. Jetzt erst rund und dann rechts und dann wieder hoch. Ich glaube, ich mache es falsch, aber gut. Also, ich möchte. Nein, ich möchte da noch mehr Schaden. Na, oben auch voll, glaube ich. Ja, das ist nicht so falsch geladen. Ein bisschen mehr werten. Ja, beim zweiten Mal weiß ich ja, dass ich links, rechts und so gehen muss. Beim ersten Mal überhaupt zu machen, ist doch schwer. Sieht aber geil aus hier. So, jetzt müssen wir also wieder hoch. Ja, aber wenn es halt zwei Wege gibt und die sind weit auseinander, dann dauert es halt wieder. Aber jetzt weiß ich ja, wie optimal das nächste Mal. Geht mitnehmen. Ja, wir müssen halt immer noch mehr freispielen. Aber sind die im Allgemeinen zum Freispielen günstiger geworden? Ich musste ja irgendwie so 600.000 ausgeben pro Fach im Singleplayer. Hat aber wahrscheinlich schon immer noch viel mehr. Ich glaube, sie wurden schon allgemein ein bisschen günstiger. Gut. Allah, du bist du böse. Die sind übertrieben schnell, das habe ich nicht gerne. Nicht gerne schnell, zu schnell gehen. So, fertig. Was macht ihr hier eigentlich für Flammen? Hm, warte. Gut, geschafft. Okay. Beides aber jetzt nicht gerade für diesen B. Aha. So, jetzt noch den Boss. Wir haben wahrscheinlich schon über viel gezogen. Wie heißt der Boss? Wie viel ist Last Epoch? 9,1
6300 ist aber sehr viel RAM-Auslastung. Hä, wieso? 39, also 10 Minuten. Ja, der andere ist ja nur, also 20 Minuten überziehen kann ich locker. Auch zeitlich, weil ja nur 10 Minuten Video ein Part war. Also was bist du? Aua. Du bist einfach dreimal Hackrier. Ah, Loch. Lochi. Loch, Loki. Ich hab einen Loki gefunden. Das sind einfach drei von diesen Viechern. Ein X-Angriff. Der X-Man-Angriff. Das sind die drei X-Man-Wolf-Arene. Dann ist doch einer der andere da. Der Zyklops. Und dann gibt es noch einen, der heißt Storm. Hell. Und Storm ist das Vibe, das Manns-Vibe. Hier ist Storm, der da, der ein Problem hat. Schön rein. Oh, Storm ist gestorben. Jetzt ist noch Wolf rein, der kann ja gar nicht sterben, glaube ich. Also, der kann schon sterben. Hat es ja bei Logan auch geschafft. Und erst, sie sind down, down, down. Deutschland ist Weltmeister. Fire Resistance, oder? Also Fire Rate brauchen wir nicht. Wir haben Fire. Also der Dodge Rating. Ja, es bringt einfach mehr, aber es ist sehr wenig. 16 Increased Dodge ist doch wenig. Aber Fire Resistance haben wir Maximum. Können wir das noch anschauen? Ja, wir haben es Maximum. Also noch den oder das. Oh, wohl das Ref. Aber haben wir nicht das auch mal schon eingesammelt? Oder tut er nur hier drüben? Aber das Skin kommt mir einfach so ein bisschen bekannt vor. Ah nein, es ist ein Guide, genau, es ist ein Airquake. Werbär in einem Guide habe ich den gesehen, stimmt. Ist ein gutes Seite. Earthquake on Hit. Einfach Movement Ability. Also dieser Werwolf-Sturmangriff. Ja. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Wir gehen gleich mal zu Ages of Winter. So. Oder Age of Winter. Ah, ist noch geblockt. Gehen wir gleich mal rüber und hüpfen. Hüpf, hüpf. Da muss ich hier rechts. Und rüber. Rüber nicht aufbauen. Nur rüber. Nochmal rüber. Hm. Cooldown hüpfen. So. Oh, schön. Oh, wunderschön. So, wo starten wir im nächsten Part? Wir gehen, glaube ich, nämlich zum Schritt zum Amulett runter. Ja. Also hier und dann hier. So, dann. Ciao, Squirrels. Machen wir kurz Screenshot. Oh, ich habe wieder die Dinge an, die brauche ich heute manchmal. So, jetzt sind wir unten. Ja. Gut, für die für das Thumbnail und ja, dann. Viel Spaß noch mit anderen Sachen, bis wir dann uns wiedersehen vielleicht. Habt Spaß und ja, gerne dann wieder weiter im nächsten Part. Tschüss!